Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Ich bin etwas erkältet, aber ich gebe mein Bestes, um euch das Spiel weiter zu präsentieren. So, ich zeige euch nochmal die Physikseffekte, die den Wiederkarte mit sich bringt. Wir haben zuletzt hier aufgehört, im Kartenlevel. Wir reden ein bisschen die Augen, Flug der Kettung. Wir benutzen jetzt mal die Rutsche. Schauen wir, was da weitergeht. Also wir sind hier im Vorland, also in der Vorstufe zur Königin gelandet. So, tun wir mal die ganzen Krüge. Au, das hat sicher wehgetan, alles. Das macht sicher Spaß. Rundherum sieht man gerade diese postapokalyptische oder diese apokalyptische Gegend. Also ein Gefilde, in dem man nicht gerade wohnen will. Aber wir müssen Alice leider hier hindurch lotsen, damit wir sie bis zum Ziel bringen, damit sie auch die Bruchstücke ihrer Vergangenheit erfährt. Au, ist er wieder wehgetan. So, springen, springen. Wir haben jetzt die eine Rose verloren. So, nehmen wir, schauen wir, ob wir die Abkürzung schaffen. Au! Ja, ihr seht, also mir... Ich habe ein bisschen bessere Augen vom Schnuppen und dergleichen noch. Dann geht das ein bisschen schief. So, sind jetzt das Ende. Und, oh, großer Sprung. Großer Sprung. Nein, Alice, nein, 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 nein. Oh, nein. Oh, so knapp. So knapp. Ach, das heißt noch einmal vor vorne anfangen. So, einen Schluck Tee trinken. Probieren wir das gleich noch einmal. Schauen wir, wie wir uns jetzt schlagen. So, hopp. 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 So, noch einmal die Abkürzung. Ich weiß, eigentlich sollte ich den ganzen Weg gehen, aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich ein Fan von Abkürzungen geworden. Und ja. Nein, nein. Nein, was mache ich denn? Nein, nein, nicht alles. Nein, 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 nein. Au. Das hat sicher wehgetan. Au, ich fühle mit dir. Ja, gehen wir es halt noch einmal an. Alle guten Dinge sind, wer weiß es? 3. Nein. Entschuldigung. So. Holen wir es noch einmal. Schauen wir mal, ob wir das jetzt... Ah. Na, jetzt gehen wir mal. Au, au, au. Verbrüht sich den Hintern. Ja, das ist ein heißes Pflaster hier. Hui, gerade noch geschafft. Gerade noch so gegangen. So, schauen wir, was wir jetzt haben. Hopp, abgezogen. Ja, schaffen wir das, schaffen wir das. Und ein Fläschchen haben wir gefunden. Yummy. So. Zähnchen sammeln wir auch noch ein. So. Auf ein neues. Guck hier. Guck da. So. Oh, nicht verzetteln alles. Ich gehe behutsam mit dir um. Being carefully. Ja, 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 ja! Auf die Brücke haben wir es geschafft. Boah, schaut richtig albtraumhaft aus. Eine richtige Tristesse herum. Inzwischen haben wir auch mit Alice das Kleid gewechselt, ist euch sicher aufgefallen. Back with my own handiwork, returning to the scene of the crime. It had to be done, Cat. You said it yourself. You and this Red Queen cannot both survive. She is a cancer in your body. Excise her or perish. Well, she was the face of evil in the heart of darkness. She didn't treat you too well last time, lost your head as I recall. She was completely deranged. You picked up her crown, but now you put it down. You must speak to her, what's left of her anyway. So, jetzt müssen wir uns weiter mit der Königin herumschlagen. Schauen wir mal. So versteckte Wege finden. Ah, das ist eine richtig, richtig zerstörte Umgebung. Habt ihr es gehört? Boah, gruselig. Up with her head. Ah, du stürzt schon alles ein da vorne. Müssen wir also aufpassen. Ne?
richtige unheimliche Stimmung hier wie bei Silent Hill. Ah, ein Zeichen am Boden. Andere nennen es Graffiti, ich nenne es Hinweis. So, hier auf die Plattform. Und auf die nächste Plattform. Alles ist in gespenstischen Nebel gehüllt. Da vorne haben wir den Dampftopf, worauf wir gleich springen werden. Ja, wir sind sicher gelandet. Da vorne auch gleich. Okay. Wollen wir es wagen? Wer nicht wagt? Wer nicht gewinnt? So, probieren wir es aus. Hopp. Und schweben, schweben, schweben. Immer nur schweben. So. Okay. Jetzt drehen wir uns mal in den Kreis und schauen, was passiert. So, rüber, 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 rüber. Ja, schauen wir mal auf die Plattform da kommen. Nein, 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 auf, 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 nein. Das habe ich so in dieser Form nicht beabsichtigt, muss ich ehrlich zugeben. Ich wollte es schon anders gehandhabt haben. So, ein weiterer Versuch soll jetzt nicht schaden. Bloody Big Cash, wir haben es verstanden. Alice, ab mit dem Kopf. Okay. Man merkt schon, wie fortgeschritten der Wahnsinn ist, wie ruinös hier sich alles zuträgt. Man versucht hier vergeblich eine philosophische oder vielleicht metaphysische Essenz oder Erklärung zu finden. Ja, die Definition hin oder her. Alice müssen wir trotzdem weiter durch ihre eigene Hölle des Verstandes schicken. Damit sie am Ende erfährt, was wirklich mit ihr geschehen ist, wohin sie ihren Weg noch weiter trägt, um das Puzzle, um das Rätsel des Puzzles zu lösen. Das ist quasi ihr persönlicher, irrsinniger Rubik's Cube, wenn man so nennen will. Jede einzelne Seite ist ein Puzzle, genauso wie jede einzelne Falte ihres Verstandes. Wir müssen sie richtig zusammensetzen, wenn wir am Ende wissen, was rauskommt. So, und ich sollte weniger reden. Nein, 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 nein. Das habe ich so echt nicht gewollt. Okay, mir laufen die Augen. Das ist nicht gut. So, Neo, tut leid. Ich weiß, ich fehle hier ziemlich. Das wollte ich eigentlich nicht bezwecken. Ich hoffe, ich enttäusche euch nicht. Vorausgesetzt, jemand guckt das. Zusammengefasst haben wir jetzt verschiedene Bruchstücke des Mosaiks zusammengesetzt. Oh, das schaut ja wirklich furchtbar aus. Das ist im ersten... Oh, was mache ich nur? Also im ersten Teil von Alice hat man schon gesehen, wie dreckig, verschmutzt und unrein, unsauber quasi das Wunderland in dieser Gegend ausgeschaut hat. Zwar aber im ersten Level nur mit, im ersten Game zwar nur mit der Reinschauen, aber hier schaut es schon ziemlich detailliert aus. Aber man hat auch beim ersten Teil nicht viel Fantasie gebraucht, um die Tiefgründe zu begreifen. Also nicht alles zersplittert, zerbrechlich. Man kann wirklich sagen, das Wunderland ist wie so ein Spiegel, wenn man mit der knallharten Faust reinschlägt. Es soll quasi auch ihre innere Zerrissenheit widerspiegeln. Oder interpretiere ich da zu viel hinein? Möglicherweise. Aber ich gehe mal gerne so tief ins Detail und versuche mal alle Hintergründe zu beleuchten. Was... Ich kann mich irgendwie total in Alice hineinversetzen. Ich meine, mir gefällt die ganze Story ziemlich mit. Was nicht heißen will, dass ich das ziemlich es war. Auf gar keinen Fall, aber ich finde... Was mache ich denn? Nein, nein! Nein! Zumindest ist es gespeichert worden. Ach Gott. Zumindest ist es gespeichert worden. Naja. Das soll man zumindest ein Stückchen weiterbringen.
Oh, jetzt haben wir gleich einen Kampf an. Okay. Ich möchte eigentlich wieder... Also so ölig schaut es auf der Xbox-Version. Und TPD. Kannst du jetzt TPD. So. Das ist bald nicht mit dir alles. Oh. Eine Flasche. Wo ist die? Very good at what she does, whatever that is. But is she not a person just like ourselves? Okay, da spielt die Monarchie wieder. Die Königin quasi als souveräne Institution. Die Engländer haben jetzt sogar noch eine konstituierende Monarchie. Die Königin hat zwar nichts zu melden, darf zwar das Parlament eröffnen, aber sonst hat sie nichts zu melden. Zeigen, wie gut das geht, ja. Die Monarchisten nicht mehr an der Macht haben. Oh, was fliegt denn da oben? Das kann man leider nicht abschießen. Die Burg schaut doch ziemlich arg aus. Ich finde das einfach toll designt. Wahnsinn. Das sieht man noch einmal. Ich zeige noch einmal, wie das total zerstört ausschaut hier. Richtig in sich gekrümmt, verschroben, verschnörkelt. So ein totales, beherrschtes Chaos. Hey, der Totenkopf. Schaut aus wie ein Alien. Also, da merkt man wirklich, wie der Verstand raucht. Hey, der Zug da vorne. Liegt das hinter einem anderen Level, wenn wir gerade den Zug gesehen haben? Wahrscheinlich. Okay, gehen wir mal hinein. Und gefasst. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Hab richtig Herzklopfen. Boah. Okay, was passiert jetzt? Boah. Na, boah. Das. Scharfrichter. Kartenlechter. Okay. Magst du Tee? Schau mal, ob er Tee mag. Ja, one kill. Gangen auf und fliegen. Gut, wir sind alle da. Eigentlich sollten die da angefangen sein. Aber ich hab sie. Also, bitte ich sie lieber. Oder bitte sie. Könnte ich sich meine Katzen mitziehen. Weil das war ein Aue. So, auch noch nein. Ja. So, und du kriegst auch noch was. Aui. Und du kriegst auch noch was. So, kriegst du den Kerl auf den Kopf. So, haben wir's? Ja, das hätten wir überstanden. Juh.
Hamlets. So, da hinten sieht man noch einen Teil vom zerstörten Land. Seht ihr dem auch noch? Oh, Cutscene. The Red Kingdom is in ruins, but you're no better off. When you defeated her, I tried to reclaim the castle, but I was set upon by her monstrosities. The malignant royal witch still reigns. I'm here to petition her. I must get inside. The only way in is through me. Sacrifices must be made. Those who say so usually mean they should be made by others. Cynicism is a disease. It can be cured. Once inside, beware of the outside killer who patrols her domain. Never confront him. He is invincible. Now cut me loose. I'll show you the meaning of sacrifice. Boah, show you the meaning of sacrifice. Boah, Bedeutung, Opferung. So, gut, dann machen wir für heute mal Schluss hier. Tja, ich wünsche euch was, Leute. Und ja, nicht eine Jappe vor der Welt und einen fantastischen Abend für euch noch. Guck da. So. Oh, nicht verzetteln alles. Ich gehe behutsam mit dir um. Being carefully. Ja, 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 ja! Auf die Brücke haben wir es geschafft. Boah, schaut richtig albtraumhaft aus. Eine richtige Tristesse herum. Inzwischen haben wir auch mit Alice das Kleid gewechselt, ist euch sicher aufgefallen. Back with my own handiwork, returning to the scene of the crime. It had to be done, Cat. You said it yourself. You and this Red Queen cannot both survive. She is a cancer in your body. Excise her or perish. Well, she was the face of evil in the heart of darkness. She didn't treat you too well last time. Lost your head, as I recall. She was completely deranged. You picked up her crown. But now you put it down. You must speak to her what's left of... Nein. Nein, was mach ich nur? Nein, nein, nicht alles. Nein, 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 nein. Au. Das hat sicher wehgetan. Au, ich fühle mit dir. Ja, gehen wir es halt noch einmal an. Alle guten Dinge sind, wer weiß es? Drei. Nein. Entschuldigung. So. Probieren wir es noch einmal. Schauen wir mal, ob wir das jetzt... Ah. Na, jetzt gehen wir mal. Au, au, au. Verbrüht sich den Hintern. Ja, das ist ein heißes Pflaster hier. Hui, gerade noch geschafft. Gerade noch so gegangen. So, schauen wir, was wir jetzt haben. Hopp, abgezogen. Ja, schaffen wir das, schaffen wir das. Und ein Fläschchen haben wir gefunden. Yummy. So. Zähnchen sammeln wir auch noch ein. So. Auf ein neues. Au, es hat wieder wehgetan. So, springen. Springen. Wir haben jetzt die eine Rose verloren. So, nehmen wir schon mal mit der Abkürzung. Schaffen wir. Au! Ja, ihr seht, also mir, ich habe ein bisschen bessere Augen vom Schnupfen und dergleichen noch. Darum geht das ein bisschen schief. So, sind jetzt das Ende. Und, oh, großer Sprung. Großer Sprung. Nein, Alice, nein, 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 nein. Oh, nein. Oh, so knapp. So knapp. Ach, das heißt noch einmal vor vorne anfangen. So, einen Schluck Tee trinken. Probieren wir das gleich noch einmal. Schauen wir, wie wir das jetzt schlagen. So, hopp. 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 So, noch einmal die Abkürzung. Ich weiß, eigentlich sollte ich den ganzen Weg gehen, aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich ein Fan von Abkürzungen geworden. Und ja, nein. So, jetzt müssen wir uns weiter mit der Königin herumschlagen. Schauen wir mal. So versteckte Wege finden. Ah, das ist richtig. Richtig zerstörte Umgebung. Habt ihr es gehört? Boah, gruselig. Up with her head. Ah, du stürzt schon alles ein da vorne.
besser aufpasst, ne? Verflixte Erkältung. So. Okay, welchen Weg nehmen wir jetzt? Nehmen wir den unteren Weg. Das hat ja eine richtige, unheimliche Stimmung hier wie bei Silent Hill. Ah, ein Zeichen am Boden. Andere nennen es Graffiti, ich nenne es Hinweis. So, hier auf die Plattform. Und auf die nächste Plattform. Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Ich bin etwas erkältet, aber ich gebe mein Bestes, um, um euch das Spiel weiter zu präsentieren. So, ich zeige euch nochmal die Physics-Effekte, die den Wiederkarte mit sich bringt. Wir haben zuletzt hier aufgehört, im Kartenlevel. Wir reden ein bisschen die Augen, Fluchterkettung. Und wir benutzen jetzt mal die Rutsche. Schauen wir, was da weitergeht. Also wir sind hier im Vorland, also in der Vorstufe zur Königin gelandet. So tun wir mal die ganzen Krüge. Oh, das hat sich ja wehgetan, Alice. Macht sicher Spaß. Rundherum sieht man gerade diese postapokalyptische oder diese apokalyptische Gegend. Also ein Gefilde, in dem man nicht gerade wohnen will. Aber wir müssen Alice leider hier hindurch lotsen, damit wir sie bis zum Ziel bringen, damit sie auch die Bruchstücke ihrer Vergangenheit erfährt.